So, Dead Island, wir sind wieder am Start. Part 38 müsste das jetzt sein. Oder 39, nee, 39 haben wir jetzt hier. Schauen wir mal kurz, was hier in der Box drin ist. Wait, ermüdige Eigenbau-Hackmesser. Ja, lecker, lecker schmeckern. Hacky-Messi. Können wir nicht gebrauchen. Sieht so aus, ja, können wir nicht gebrauchen. Ah, ich will nicht wissen, was hier wirklich noch passiert. Hier ist die. Okay, dann wollen wir einfach mal reinsetzen. Everything is up and running. All right, now get your asses out of there, because the noise has attracted the infected, and they're coming from everywhere. I repeat, they're coming from everywhere. Och nee. Och nö. Ja, Freunde, ich hab's gesagt. Und natürlich ist es auch so gekommen, dass wir hier nette Freunde dabei haben. Ach man, das ist auch schon wieder total zum Reiern. Oh, was war denn das? Mein, kack mir hier gleich in die Hosen, ey. Ey, kack mich hier gleich wirklich in die Hosen. God damn! Aber das waren ja nicht viele. Ich denke mal, das wird nicht alle gewesen sein. Ja, dann nehmen wir uns jetzt einfach mal unser Katana-Spielzeug hier und werden hier einfach mal ein bisschen rumspielen, ne? Das wird ja relativ lustig werden. Hoffentlich kommt hier nicht so ein netter Runner oder was. Hi, Mutti. Mutti, komm so. Ah, das ist ein Opa. Alter, piss dich, du Kamasutra-Junge. Du Kamasutra-Junge, ey. Oh, da hab ich dein Bein abgeschnitten. Ja, das tut mir leid für dich. Nicht so, Freundchen. Hier kommen gleich Rinder. Boah, gleich ins Auto, ey. Och nee, nein. Wir haben es geschafft. Wir haben es rausgeschafft. Ah! Ah! Alter, scheiße. Boah. Alter, hab ich mich erschrocken? Boah, fuck, ey. Alter. Ja, die Mission, die war ja relativ einfach. Also mit Auto war die relativ einfach. Ich denke mal, wäre ich ohne Auto gefahren, dann wäre die etwas schwerer geworden. Also sie ist jetzt auf jeden Fall noch einfach. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Die jetzt noch schwerer wird. Das könnte ich mir nicht vorstellen, weil wir jetzt schon wieder hier sind. Die lebt, glaube ich. Nee, lebt sie nicht. Ja, Hauptsache, lass die Tür offen. Das ist ja kein Ding. Oh nee, die sind jetzt ja. Ich wollte schon sagen, die sind alle tot hier. Thank you. Seriously, you may have just saved us all. Hey, if you need shells for the shotgun, please help yourselves. Talk to Dr. West. I think he might have discovered something. Yeah, vielen Dank. 7 Schrotflintenmunition. Ja, danke erstmal. Damit können wir das auch gleich mal ausprobieren. Ich würde gerne mal wissen, was hier Telsa ist. Das ist zufällig ein Nuss und ein Telefon. Ey, der ist ja geil. Der ist ja geil. Der ist ja geil, der Taser. Ein Schockgewehr ist bestimmt mit Schrotflint, oder? Nee, dafür bräuchte ich. Wir haben noch genug Batterien. Wir haben große Batterien, glaube ich, nur so viele. Was denn hier? Ja, da hätten wir schon mal eine. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir gleich noch eine finden. Aber eine normale Batterie, das wäre geil. Ja, Draht haben wir auch gefunden. Damit könnten wir, glaube ich, genau, damit könnten wir. Ja, das können wir ja schon zusammenbauen. Ist ja super. Machen wir mal aus. Welche Waffe machen wir das? Ja, machen wir direkt mal aus der Waffe. Schockgewehr. Gebär, Gebär. So, die Blowjob-Machete, die werden wir jetzt mal rappen. Rappy, rap, rap, rap. Rap, 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 rap. So, gut, haben wir die repariert und können die gleich ausrüsten. Damit jeder einkackt hier. So, geht's weiter hier. Zu Doktor müssen wir gehen.
I've examined your blood. It's a bit of a mystery. You all have the same blood type, O negative, but that might just be a coincidence. For some reason, the virus doesn't react to your T cells the way it does to others. It doesn't mutate, it doesn't duplicate, it just dies. The only possible way to make someone else immune would be a complete blood transfusion. Not a practical solution, as it would likely result in your death. Good. Now, this is what I do know. It appears to be a strange mutation of a degenerative neurological disease endemic to this region, Kuru. It's a prion disease, like mad cow, only it affects humans, and was first discovered among the indigenous tribes that practiced cannibalism. The infected natives were brought in by their kinfolk, but the kinfolk weren't sick. The question is, why? What's the connection between you and them? Does their blood possess antibodies yours doesn't? The answer could save thousands of lives. I heard they left their village and set up camp somewhere nearby. I'm sure they're not far. I need you to find them and convince them to allow you to take some blood samples. Can you do this? Ach du Scheiße. Such das eingeborene Lager in der... Oh nee, in der Nähe des Labors. Mein Blutprobe zu nehmen. I'm gonna try. I want to take blood samples, but they won't allow it. For you see, blood is sacred to them. I try to explain, but... Ja, cool. Och man, da kommt auch noch das... Also, da kommt wirklich der härteste Endgegner im Dschungel. Und der ist wirklich hart und der ist wirklich schwer down zu bekommen. Können wir mal hier hinten lang gehen? Jetzt sind wir noch gar nicht lang. Da können wir gar nicht lang. Da liegt noch ein schöner Hammer. Und Energy Drink, nee, wollen wir nicht. Vielleicht hat ja hier eine Batterie. Let's hope there's something useful. Feuerzeug. Nicht drinne. Der Metallschrott. Der Metallschrott. Hier steht, ist aber immer neu drinne in den Dings. Klaus Kleber ist auch drinne. Flexibuff Schlauch. Up in the looking in the bin. Brauchen wir nicht. Mann, nö, will er nicht hin. Das versaut mir schon wieder mal ganze Laune. Mann, warum habt ihr denn da keine normalen Batterien? Ey, hier ist schon wieder ein Pop-Man. Ey, die ganze Pop-Man. Ey, warte mal. Mich würde jetzt etwas interessieren. Wenn noch immer wieder alles neu liegt. Nee, gut, okay, hätte ja sein können. Schade. Guck mal, hier spielt jemand Minecraft. Na, wir nehmen den Stuhl mit. Nee, gut, dann werden wir jetzt mal losgehen. Aber was macht er denn hier? Will er überhaupt da raus? Digga. Oh. Oh mein Gott, Bob. Bob, was machst du da? Du tust doch nicht die Leichen da. Nee, ist jetzt auch gut. Schluss mit den Spielereichen hier. Wir werden jetzt unbedingt hingehen. Und nochmal ein Portemonnaie. Ja, dann werden wir jetzt direkt mal mit Auto fahren. Da qualmt aber auch schon. Ich hab da wirklich Schiss, dass das Ding irgendwann anfängt zu brennen und dann macht's auf einmal Puff. Mann, der nervt aber auch hier, der komische Bordstein-Typi. Dann können wir das Auto nehmen, das brennt glaube ich genauso, oder? Ja, das ist genau das gleiche. Ja, den können wir auch gar nicht nehmen. Aber wir müssen hinten rum. Oh Mann, ey. Sind alle scheiße, ey. Hier, komm, den fahren wir um. Oh, der konnte man nicht umfahren. Jetzt können wir hier hochfahren. Ah, das wird ja lustig werden. Das wird ja lustig, ne? Boah, nee, ey. Ich freue mich überhaupt gar nicht da oben. Da kommt auch der hässige Berserker von X-Men, ey. Der hat gar keine Lust. Aber hier stehen sie auch schon alle.
Hi. Boah, nee, ey, da stehen ja wieder Tausende. Zeigt er jetzt schon. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Boah, nee, was ist denn hier? Wollen wir denen helfen? What the fuck? Wollen wir denen helfen? Aber erstmal wollen wir die dann alle erstmal killen hier, weil ich habe keinen Bock, dass... Dann bleib doch mal liegen, Junge. Da ist irgendwo ein Schläger in der Nähe. Der steht da. Schläger? Nee, den helfen wir nicht, Kinderlos. Den helfen wir nicht. Kann halt nicht klarkommen. Mann, halt doch mal dein Maul. Halt doch mal dein Maul. Boah, du Scheiße. Nein! Boah, synchron hier, ey. Mann, ey, wie viel Leben hast du denn noch? Ob sie fahren hier mit Auto lang. Ja, wir haben ja auch gesoffen. Wir haben ja auch gesoffen, ne? Hey, wir rollen einfach runter hier, das reicht auch schon. Ja, irgendwann wird das Auto hier nicht mehr fahren, das sag ich dir jetzt schon. Hallo? Strandparty ist vorbei. Ach nö, das ist es doch hier. Das ist es doch. Oh nee, das ist es auch noch, ey. Oh, nö, da ist auch noch der Boss. Ey, kack mir ein, Alter. Hallo. Outsiders! Kannst du mal bitte die Tür aufmachen? Hallo. Stay away. Hallo. This is sacred ground. Soll ich dir erschießen oder was? Ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Kann mir das vielleicht jemand erklären hier? In diesem Spiel? Ich weiß jetzt. Ja, ist ja gut, ich hau ja schon ab. Hä, was soll ich denn jetzt hier machen? Das wäre mal meine Frage. Hä? Soll ich mir jetzt so anmalen wie die oder was? Ich fahr jetzt einfach mal, hinten rum. Da geht's ja noch weiter, hier links. Ja, aber hier geht, da geht es doch, da zeigt er mir doch an, ich muss da lang. Wollen wir probieren einfach mal, ist jetzt egal. Ich wippe hier die ganze Zeit rum mit dem Auto. Probieren jetzt einfach mal hier links lang zu fahren. Wir müssten theoretischerweise. Hier ist aber, hier geht's aber nicht lang. Das verstehe ich nicht, ja. Da müssen wir jetzt mal. Müssen wir jetzt mal kurz überlegen, wie wir. Wie wir das hinkriegen. Man, halt dein Maul, Mann. So, wie machen wir das am besten? Outsiders! Hey, witzig. Mann, warum können wir da nicht hin? Ich versteh's nicht. Solche, ich geh jetzt hinten rum. Ja, die wollen bestimmt, dass ich hier lang gehe. Ich wette das. Das sehen wir ja spätestens, wenn hier uns welche entgegenkommen. Oh, das sieht aber schon. Das sieht aber wirklich scheiße gerade aus hier. Weil wir, glaub. Oh nee, wer hat denn hier schon wieder geschrien? Oh ne, ist es das hier? Da ist es doch. Da ist der Endgegner. Och nö, Mann, da will ich nicht hin. Nein, ich will da nicht rein. Da ist der Endgegner. Das ist die Arena. Und ich hab Krampf. Ah, ich hab Krampf. Nein, ich hab Krampf. Ich hab. Aua. Ah, ich hab Krampf. Ich hab Krampf. Aua, ich hab Krampf. Ich hab Krampf. Ich kann nicht sitzen. Ah, ich hab Krampf. Oh. Aua, tut mir leid. Oh, oh fuck, das hat jetzt gerade wehgetan.
Nee, auf jeden Fall ist hier die epische Arena vom Boss. Und die ist mega hart. Also die ist wirklich mega heftig. Soll anscheinend der stärkste Boss sein. Und ja, wie wir das halt erledigen werden, werdet ihr dann sozusagen im nächsten Part erfahren. Und damit werde ich euch noch ein bisschen auf die Folter spannen. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ihr wünscht mir viel Glück, damit ich mich in den Einkacke beim Boss, weil der wirklich heftig ist. Ja, wir sehen uns dann und ich sage auf Wiedersehen und goodbye.